Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich was ganz Besonderes vor. Wie ihr vielleicht am Titel entnehmen könnt, möchte ich mich heute wie Stars kleiden. Und ich habe mir drei Stars und Sternchen rausgesucht. Ich habe zwei eher so Alltagslooks rausgesucht und einen etwas extremeren. Wir werden uns heute gemeinsam stylen wie Miley Cyrus, Lady Gaga und Billie Eilish. Ich werde dem Ganzen selbst so einen Touch geben, wie ich diesen Look umsetzen würde. Ich habe von Miley Cyrus und Lady Gaga so Street-Looks genommen und bei Billie Eilish einen etwas farbigen Look, ein bisschen neongrün gemacht. Und ich würde sagen, ich starte mit Miley Cyrus, da hatte ich ein bisschen was zu Hause. Aber letztendlich musste ich eine kleine Asos-Bestellung tätigen, dass ich die Looks überhaupt nachmachen kann. Und ich dachte, das wäre vielleicht mega witzig. Oh Gott. Mega witzig. Gucke ich mir selbst nochmal das Bild an. Ich habe von Miley Cyrus. Mit Miley Cyrus starten wir. Genau, bei Miley Cyrus habe ich so einen normalen Street-Look genommen. Ich füge euch das auch hier nochmal ein. Schwarzes Shirt, eine kurze Jeans, so Art Doc Martens. Solche habe ich leider nicht bekommen. Goldkette und eine, ja, Militärjacke umgebunden. Wie ich das Bild gesehen habe, habe ich eben das schwarze Shirt gesehen, diese Hose und da fehlt aber noch ein bisschen was. Und deswegen öffne ich mal hier dieses ganz kleine Asos-Paket. Ah, hier haben wir zu einem schon mal die Militärjacke. Das könnte sich nach Schmuck anhören. Und hier haben wir die Schuhe. Okidoki. Ich ziehe mich eben fix um und präsentiere euch dann meinen Miley Cyrus Style. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ich das Ganze umgesetzt habe. Wie gesagt, ich füge auch meine Note hinzu. So, ich will noch schnell eins dazu sagen. Ich habe die Kette jetzt nicht umgemacht aus hygienischen Gründen. Ich denke mal, ich werde einiges von dem Zeug jetzt hier zurückschicken, weil zum Beispiel auch die Schuhe, die passen mir nicht so wirklich. Und ich bin nicht so der Kettentyp. Jetzt habe ich eine silberne Kette von Billie Eilish umgemacht. Ich hoffe, das fließt jetzt nicht in eure Bewertung so mit ein. Aber I am Miley Cyrus. Bitches. OMG. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das dann komplett dazu einfüge. Dass ihr mich ganz sehen könnt. OMG. Ich finde es so an sich richtig geil. Vor allem eben auch die Schuhe. Die sind mal richtig geil hier mit der Kette. Warte, ich gehe mal auf die andere Seite. Yes. Aber das ist leider nur eine 44 und ich habe Schuhgröße 45, bitch. Die Jacke ist auch mega schön. Die behalte ich mir, denke ich mal sogar. Ja, ich mache euch natürlich jetzt hier noch eine Komplettaufnahme gleich rein. Vielleicht auch ein Foto. Aber so an sich, ich finde es mega cool einfach. Gebt mir einfach mal eine Schulnote darauf. Also 1 ist gut, 6 ist schlecht, also geht gar nicht. Genau. Ich finde es eigentlich mega den lässigen Alltagslook einfach so. Schwarzes Shirt. Ich bin zwar nicht der Fan von T-Shirt reinstecken, aber eine helle Jeans. Dann hier diese Militärjacke. So, ja, Doc Martens Verschnittschuhe. Oh, ich finde die so schön, aber die gab es nicht mehr in meiner Größe. Jetzt dachte ich mir, ich probiere mal 44, aber ich stehe ganz vorne an. Mir ist gerade ein bisschen heiß. Ich dachte nicht, dass es so viel Aufwand wird. Aber jetzt kommen wir zu Lady Gaga. Ich dachte mir, ich bestelle fast noch weiße Haare. Denn hier habe ich mir dieses Bild ausgesucht. Da war es ein bisschen schwerer, natürlich an Klamotten zu kommen. Beziehungsweise allgemein an Lady Gaga ranzukommen, an den Klamotten. Ich hätte zwar ein Basic-Shirt nehmen können, ein schwarzes, wo hier Lady Gaga steht und dann noch eine kurze Hose dazu, fertig. Aber ich dachte mir, ich will was anderes ausprobieren, deswegen
dachte ich mir, da ich schon bei Asos bestellt habe, dachte ich mir, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus, aber wieso habe ich mir einen Gürtel bestellt? Egal, ich habe mir Nietengürtel bestellt, den brauchen wir dann anscheinend auch nicht auspacken, denn ich brauche keinen Gürtel. Ich habe mir den eigentlich extra auf das Video bestellt und dann dachte ich mir, schicke ich den zurück, weil ich habe genügend Gürtel, aber eben nicht so einen. Aber anstatt, dass ich ein Joe-Shirt anhabe, Joe is your dad, nur so by the way, habe ich mir bei ASOS ein Lady Gaga-Shirt geholt, eine Mom-Jeans und dann eben noch hier so Plateauschuhe. Sind keine richtigen Creepers, aber ich dachte mir, ich probiere die mal aus, die haben mir gefallen, deswegen. Ich würde mir die echt gern behalten, aber das ist wieder nicht meine Größe. Aber ich dachte mir so, vielleicht kann ich mich ja reinzwängen. Ich ziehe mich um und dann sehen wir uns gleich wieder. OMG, die Schuhe. Ich muss mir die nachher unbedingt mal richtig binden. Ich glaube, die passen. Ich glaube, die behalte ich. Gott, ich kann sowas nicht. Okay, bei mir sieht es vielleicht nicht ganz so special aus wie bei Lady Gaga. Aber das hier ist mein Lady Gaga inspired Look. Ich finde es aber echt cool so zusammen mit diesen Schuhen, diese Mom Jeans. OMG, dass ich mal eine Mom. Ich habe schon mal eine Mom getragen, aber die Mom gefällt mir tatsächlich. Und dieses Lady Gaga Joanne Shirt. Aber die Mom ist ein bisschen eng, du. Bisschen sehr eng. Ja, schreibt mir gerne auch wieder in die Kommentare. Boah, ich knick die ganze Zeit um. OMG. Genau. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Schulnote ihr diesen Outfit gebt. Ich habe vergessen, eine Sonnenbrille mit zu bestellen. Aber gut, dass ich bei Shein bestellt habe. Ich bin ein bisschen mittlerweile schon aus der Puste. Ich drehe jetzt schon über eine Stunde. Okay, bye, Bitch. Wie bereits am Anfang gesagt oder gezeigt, kommt jetzt was Grünes. Und zwar kommt jetzt Billie Eilish. OMG. Das war eigentlich die Inspiration dahinter. Denn mir wurde eine richtig fette neongrüne Jacke angezogen. Das Drumherum hat sich dann tatsächlich echt schwer gestaltet. Ich habe jetzt leider auch nicht dieselben Schuhe, dasselbe Outfit. Und allein die Farben harmonieren vielleicht nicht ganz so toll. Das müssen wir uns erstmal angucken. Aber hier die Hose, hier das Oberteil. Leider habe ich auch kein neongrünes Shirt gefunden. Das war eher alles gelb. Und die Hose ist irgendwie hier auch ein bisschen gelb. Aber wir gucken mal. Dann habe ich hier neongrüne Schuhe und diese fette Jacke. Und ich würde sagen, ich ziehe mich schnell um und zeige euch mein Billie Eilish Outfit. OMG, ihr seid nicht ready. Ich musste gerade das Oberteil auswechseln, denn was ich bestellt habe, war viel zu klein. Und ich hatte einfach das passende Oberteil schon zu Hause. Deswegen, OMG. Are you ready for Max Eilish? Jetzt bitte alle mit zum Bad Guy, okay? I'm the bad guy. Da. Die Jacke hätte ein bisschen mehr Oversize noch sein können, aber das war die letzte Größe, das ist eine M. Und das Shirt habe ich mir letztes Jahr fürs Lollapalooza gekauft. Deswegen optimal einfach. OMG, ich lieb's. Ich feiere es einfach so krass. Oh, ich bin so aus der Puste gerade. Mir war eh schon die ganze Zeit so warm, als noch mit dieser fetten Jacke.
Leute, das war's dann jetzt auch mit diesem Video. Ich bin so aus der Puste und es ist mega heiß mit dieser fetten Winterjacke hier. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich würde mich mega über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video oder dieses Format gefallen hat. Und die mich noch nicht abonniert haben, können das gerne nachholen. Ich würde mich mega freuen. Tut's für Miley, Lady Gaga, Billie Eilish. OMG, ich bin so durch. Hier findet ihr jetzt noch zwei weitere Videos. Schaut da gerne vorbei. Ich würde mich mega freuen und würde sagen, bis sehr bald. Haut rein und bye.